Startups, junge Unternehmen mit den etablierten Unternehmen zusammenbringen, weil wir glauben, dadurch entsteht Mehrwert. Das Schöne ist, dass halt auch natürlich die Klassiker gekommen sind mit digitalen Themen. Das macht natürlich Spaß. Ihr seid das iPhone der industriellen Bildverarbeitung. Was mir besonders gut hier gefällt, ist einfach die Vernetzung zwischen den verschiedenen Unternehmen. Nicht nur die Vernetzung mit den etablierten Unternehmen, sondern auch von den Startups untereinander. Wir scheinen irgendwie alle dasselbe Problem zu lösen, aber von unterschiedlichen Blickwinkeln. Total spannend zu sehen, was es da für Ansätze gibt. Total spannend auch zu sehen, wie die etablierten Unternehmen darauf reagieren. Ganz tolle Veranstaltung. Wie durchkämpfst du eigentlich Google und versuchst zu detektieren, welche Suchbegriffe gerade trenden? Was macht dann eine KI? Wie könnte die uns helfen? Dabei ist Innovation keinem bestimmten Typ von Organisation vorbehalten. In jedem Unternehmen, und sei es auch noch so hierarchisch strukturiert, schlummert unfassbar viel Innovationspotenzial. Ich möchte im Grunde genommen Berlin, San Francisco und all diese Städte nach Hildesheim ziehen. Also ich will die Atmosphäre schaffen. Na, ich finde diesen Brückenschlag so toll zwischen den etablierten Geschäftsmodellen und den Startups. Ich glaube, da können die Etablierten eine ganze Menge lernen, da können die Startups partizipieren. Insgesamt wirklich ein Format, was mich wieder überzeugt hat. Es war das fünfte Mal, dass ich dabei sein durfte, und es hat mir das fünfte Mal wirklich sensationell gefallen. Viele Prozesse sind intransparent, das heißt, man weiß nicht, wie der Prozess wirklich abzulaufen hat. Und Sie alle wissen, jeder, der schon mal krank war, diese Patientenreise heute sind isolierte Stationen. Keiner weiß, was der andere tut.